Die Woche in 7 Minuten wird Ihnen präsentiert von Cheminova. Helping you grow. Hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei Agrar heute TV, die Woche in 7 Minuten. Auch heute haben wir wieder die aktuellsten Nachrichten aus der Landwirtschaft für Sie. Erfolgreiche Mittelklasse, der Fendt 313 Vario im Agrartechnik-Maschinentest. Erfolgreiche Veranstaltung, das gibt es auf der Grünen Woche zu entdecken. Sowie unser aktueller Marktreport. Mit jährlich über 40.000 Fahrzeugen ist die Traktorenklasse zwischen 100 und 140 PS für den europäischen Markt von großer Bedeutung. In dieser Mittelklasse ist Fendt vor allem mit der 300er-Serie präsent. Wie sich das Spitzmodell auf Acker und Straße gibt, haben wir getestet. Nicht nur beim Blick in die Kabine ist allerdings zu sehen, dass die Markt Oberdorfer ganz bewusst den 300er als einfacheren Schlepper nach oben abgegrenzt positionieren. Terminals und Bildschirme sucht man vergeblich. Fendt hält konsequent am einfachen Fahrhebel auf der Konsole fest. Durch das serienmäßige TMS kann der Schlepper aber im Prinzip sowieso über das Fußpedal gefahren werden. Der Fahrtrichtungswechsel wird zusätzlich zum Fahrhebel am Lenkrad vorgenommen. Aktuelles, kurz und prägnant, jetzt wie immer in unserem Nachrichtenblock. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat einen neuen Chef, Hans-Peter Friedrich. Der 56-jährige CSU-Politiker war zuvor Innenminister. Mit Verbraucherschutz wird sich Ilse Aigners Nachfolger künftig kaum auseinandersetzen müssen. Das Agrarministerium erhält einen neuen Zuschnitt. Der Verbraucherschutz untersteht jetzt dem SPD-geführten Justizministerium. Beim Agrarministerium liegen nur noch Landwirtschaft und Ernährung. Mit Landwirtschaft hatte der Oberfranke politisch bislang wenig zu tun. Lediglich von 1991 bis 1993 war er Referent der CSU-Landesgruppe im Arbeitskreis Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft. Außerdem war er nach dem Wechsel von Ilse Aigner in die Landespolitik Interims-Landwirtschaftsminister. Ab dem 1. Januar 2014 werden die bisher regional unterschiedlichen Mindestgrößen landwirtschaftlicher Unternehmen für die Versicherungspflicht vereinheitlicht. Für Agrarnutzflächen gelten künftig 8 Hektar, für Forstflächen 75 Hektar und für den Weinbau 2 Hektar. Bei der Versicherung in der landwirtschaftlichen Alterskasse gilt ein Bestandsschutz für Unternehmen, welche die ab Januar 2014 geltende Mindestgröße nicht mehr erreichen. Für die Versicherung in der landwirtschaftlichen Krankenkasse gilt dieser Bestandsschutz hingegen nicht. Für Unternehmer, die die neue Mindestgröße nicht mehr erreichen, endet die Pflichtversicherung in der LKK. Die EU-Agrarreform ist nun endgültig unter Dach und Fach. Am Montag haben die europäischen Landwirtschaftsminister mehrheitlich die 4 verschiedenen Reformverordnungen beschlossen. Lediglich der Marktteil der Reform wurde nicht ganz so einhellig verabschiedet. Deutschland stimmte gegen die Reform der gemeinsamen Marktordnung. In den nächsten Monaten müssen sich die Mitgliedstaaten und die Kommission noch auf die Einzelheiten des sogenannten Greenings einigen. Nach wie vor strittig ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf ökologischen Vorrangflächen. Der EU-Agrarkommissar will den Einsatz nicht grundsätzlich verbieten. Die Mitgliedstaaten, die dies zuließen, müssten aber begründen, dass die Artenvielfalt immer noch gefördert werde, betont Dacian Cioloș. Erneut ermöglichen mehr als 70 Partner beim Erlebnisbauernhof 2014 im Rahmen der Grünen Woche in Berlin einen Blick in die Welt der Landwirtschaft und der dazugehörigen Branchen. Und das 10 Tage lang, vom 17. bis zum 26. Januar. Unser Chefredakteur Hans Wörle sprach mit dem Geschäftsführer der Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft, die den Erlebnisbauernhof präsentiert. Ja, für Landwirte ist es sicher aus verschiedenen Gesichtspunkten interessant. Auf der einen Seite wollen wir den Landwirten natürlich zeigen, wie wir moderne Landwirtschaft auf dem Erlebnisbauernhof und in der Grünen Woche darstellen. Wir wollen auch die Themenbereiche zeigen, die wir mit dem Bereich Pflanze, Fruchtfolge bringen. Wir wollen auch die Themenbereiche Tier zeigen. Wir wollen aber auch zeigen, dass wir die Landwirtschaft und Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung darstellen. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch den Treffpunkt nutzen, in dem Landwirte auch dort in Kontakt mit den Besuchern auf der Grünen Woche treten können.
Vielen Dank, Herr Dr. Kraus. Meine Damen und Herren, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir Sie auf der Internationalen Grünen Woche und dem Erlebnisbauernhof begrüßen dürfen. Falls Sie keine Gelegenheit haben, sind wir von Agra heute Medienpartner des Erlebnisbauernhof und sind täglich auf Sendung mit Erlebnisbauernhof TV. Kommen wir nun wieder zu unserem DLV-Marktexperten Dr. Olaf Zinke. Er berichtet Ihnen heute über die weltweite Anbauentwicklung beim Weizen für die kommende Ernte. In dieser Woche geht es um die aktuelle Anbauentwicklung bei Weizen am Weltmarkt und in der Europäischen Union für die neue Ernte 2014. Auf der Nordhalbkugel ist die Aussaat von Winterweizen und Wintergetreide mittlerweile unter Dach und Fach. Und auch für die übrigen Getreidearten und für Ölsaaten sind die Planungen für das nächste Jahr schon relativ konkret oder auch schon abgeschlossen. Der Internationale Getreiderat hat jetzt die verfügbaren Daten für die neue Ernte für viele Regionen der Welt zusammengetragen und auch eine erste Prognose für die Ernte im kommenden Jahr abgegeben. Danach sieht es bei Weizen derzeit weltweit nach einer Ausweitung der Anbaufläche um ungefähr 1% oder 3 Millionen Hektar aus. Den stärksten Zuwachs verzeichnen die USA und die Europäische Union, die größten Exporteure von Weizen am Weltmarkt. In den USA soll die Anbaufläche um etwa 1,2 Millionen Hektar auf 19,8 Millionen Hektar zunehmen. In der EU geht man derzeit von einem Wachstum der Anbaufläche von etwa 0,6 Millionen Hektar auf 26,3 Millionen Hektar aus. Vor dem Hintergrund der erwarteten Anbaufläche nimmt deshalb die Weizenproduktion für die nächste Ernte nochmals moderat auf einen neuen Rekordwert zu. Sie warten jetzt bestimmt schon auf den Wetterbericht für die kommenden Tage und da will ich Sie natürlich nicht länger auf die Folter spannen. In Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen wird es in Richtung Weihnachten zwar bis zu 12 Grad warm, dafür aber auch bewölkt und regnerisch. Hin und wieder kommt aber auch mal die Sonne durch. Das Agra-Heute-Profi-Wetter für Ihren Heimatort finden Sie wie immer natürlich kostenfrei auf agraheute.com. Tja, das war die letzte Ausgabe von Agra-Heute TV in diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 2014. Wir sehen uns dann wieder ab dem 10. Januar. Ich freue mich auf Sie. Die Woche in 7 Minuten wurde Ihnen präsentiert von Cheminova, Helping You Grow.